Ja, Leute, gerade noch in Gera, jetzt schon wieder in Apolda hier auf dem Marktplatz. Will mal sehen, wie weit sie sind. Will mal sehen, was der Bürgermeister dazu sagt. Ich glaube, hier geht es richtig ab. Heute ist erst Mittwoch und trotzdem steht die Bühne schon für den Samstag 20.15 Uhr, dann im MDR. Mal sehen, was hier passiert. Lasst uns einfach mal überraschen. Kommt mit. Sekretariat Bürgermeister. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, ich grüße euch. Hallo. Kann ich denn unseren Bürgermeister mal sprechen? Ich bin zwar die Gersche Fettkusche, aber für mich ist es trotzdem unser Bürgermeister. Ich grüße. Ja, das ist ganz egal. Du weißt doch, ich überfalle immer. Servus. Mensch, wie weit seid ihr denn mit der Vorbereitung? Ja, wir sind in der heißen Phase. Zeig mir erstmal deinen rechten Finger. Den will ich erstmal sehen. Der rechte, ist das der, wo du gedrückt hast? F5? Wir sind in der heißen Phase. Das ist ganz schön landunter. Man merkt schon ganz schön, was da für Anforderungen dran stehen. Es ist wahnsinnig kurz, von Montag 7.10 Uhr bis Samstag. Gewollt. Wir haben es gewollt. Wir haben es alle gewollt, genau. Und ich denke, wir sind auf einem guten Wege. Wir haben ja am 12.03., als wir uns für das Voting beworben haben, haben wir ja schon versucht, so zu tun, als hätten wir das. Hm. Denn sonst hätten sie das gar nicht geschafft. Das ist gar nicht möglich, in so kurzer Zeit das alles hinzukriegen. Man braucht verkehrsrechtliche Anordnungen. Da müssen Parkplatzsachen ausgewiesen werden. Ja. Wir hatten schon am Samstag letzter Woche den Markt gesperrt, wo wir gesagt haben, man muss ja 48 Stunden vorher ankündigen, wenn man einen Parkplatz nicht mehr benutzen will. Es gibt also drei Großparkplätze, die wir gerade in der Vorbereitung sind. Es gibt eine fußläufige Beschreibung, wie man zum Markt kommt. Und wir hoffen, dass viele, viele nach Apolda kommen. Der Markt ist vorbereitet. Wahnsinns große Bühne drauf. Wir rechnen so mit 3.500, 4.000 und deswegen haben wir nochmal Besuchern, deswegen haben wir nochmal den Schlossparkplatz organisiert und dort wird eine Videoleinwand stehen, wo man 1:1 das Ganze auch realisieren kann. Und hier sieht man noch ganz deutlich Apolda Nummer 1 an der Wand. Naja, sicher, ich habe es gesehen, wie ihr gefeiert habt. Genau. Aber was ist denn, wenn jetzt so 10.000, 15.000, 20.000 Leute kommen? Leute, das ist das Highlight im mitteldeutschen Raum jetzt hier. Nicht nur Sachsen, dann finden wir auch eine Lösung, dass auf dem Schlossparkplatz, da kriegt man natürlich deutlich mehr als auf dem Parkplatz hier, auf dem Marktplatz hin. Und da wird es eine Lösung geben und wir werden dort irgendwas finden. Wie viele Stunden hast du denn die letzte Zeit geschlafen? Ich habe... Komm, sag mal, Wahlkampf bleibt liegen. Sowieso. Ist ja für mich eine relativ einfache, eine entspannte Geschichte. Ja, ich meine, man hat die Wahl, man geht zur Wahl oder man geht nicht. Nee, man sollte schon gehen. Man sollte gehen, deswegen ist ja auch mein Aufruf, wählen gehen. Da steht nicht da, wählt mich, sondern da steht da, wählen gehen, steht auf meinem Wahlplakat und nicht so, dass das ist. Und das sollte man im Prinzip auch berücksichtigen. Du, ich habe heute früh mit Mike gesprochen, der war zufällig in Gera. Also das habe ich bei Facebook gesehen. Ja, wenn da richtig viele kommen. Und ich habe angekündigt, komm vorbei. Also ich bin noch am Samstag da, tut mir hier irgendwo einen guten Platz reservieren. Ja. Und jetzt mache ich mal durch unsere schöne Stadt. Ich sage einfach mal unsere schöne Stadt und frage mal so, was die Apolda, was die so. Was, ja, na klar, na klar. Also, mach erst mal Mittagessen und dann, wir sehen uns auf jeden Fall noch. Wunderbar, vielen Dank. Ja, wenn ich einmal im Rathaus bin, habe ich doch wieder einen alten Bekannten getroffen, der Ordnungsamtleiter, ne? Nicht wirklich, aber ich habe damit zu tun. Hast damit zu tun. Sag mal, pass auf, ich habe auf Facebook gelesen, die anderen Feuerwehren, freiwilligen Feuerwehren ringsrum, die haben sich ein bisschen, nicht aufgeregt, haben gesagt, oh, jetzt machen die noch ein Osterfeuer, die ziehen uns hier die Leute ab, weil die leben ja davon. Wie habt ihr das gelöst? Ja, also konkret geht es da um die Freiwillige Feuerwehr in Zottelstedt. Da gab es wirklich so ein paar Problemchen, aber die haben wir super gelöst, denke ich mal. Wir haben uns jetzt dahingehend verständigt, dass die hier das Osterfeuer in Apolda selber übernehmen. Sie kümmern sich also, betreuen das Feuer und dafür dürfen sie einen Getränkeausschank und einen Rosterstand betreuen und die Einnahmen kommen der Vereinskasse des Feuerwehrvereins Zottelstedt zugute. Ey, na, das ist doch die richtige Lösung. Sag mal, einfach immer mit dem Verein zusammenarbeiten, ne? Haben wir alle was davon. Alles klar. Alles viel klar. Erfolg. Bist du für Feuer verantwortlich dann als Ordnungsamtschef? Für die Sicherheit. Für die Sicherheit. Also du nimmst ab, wenn zu wenig Holz ist, müssen sie nachholen, oder? So ungefähr. Ja, alles klar. Gut. Okay. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Jetzt wird richtig gearbeitet hier, jetzt wird gestempelt. Was machst du denn jetzt Schönes? Ja, es muss natürlich eine Allgemeinverfügung errichtet oder erstellt werden. Die Allgemeinverfügung ist eine Grundlage dafür, dass die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Die habe ich jetzt gerade bekommen von meinem Mitarbeiter, die haben sie vorbereitet. Da steht drin Getränke, Speiseangebot, wo was stehen soll, was gesperrt wird. Und dass eben der Marktplatz vom 27. März bis 1. April für die Veranstaltung zur Verfügung steht. Die wird jetzt praktisch von mir genehmigt, wird gesiegelt, wird dann ins Netz gestellt. Und ich habe ihr dann auch noch gleich die Anwohnerinformationen, die wir an der Anwohner machen. Denn wir müssen den Anwohnern ja mitteilen, was ist. Wer es nicht mitgekriegt hat. Ja, und man hat ja im Prinzip unter Umständen ein Auto, was man irgendwo hinstellen muss. Und das wäre natürlich kontraproduktiv, wenn im Veranstaltungsgelände dann irgendwo ein Auto mittendrin steht.
könnte passieren, dass die Leute vielleicht dann oben draufstehen auf dem Auto oder so. Das wollen wir natürlich verhindern. Und deswegen gibt es also eine Anwohnerinformation, die wir mit der allgemeinen Verfügung auch an die Anwohner austeilen, damit sie also genau wissen, was dann hier gehauen und gestochen hat. Sag mal, 2017 habt ihr Landesgartenschau gehabt, 2017 habt ihr einen Thüringtag gehabt, 2018 habt ihr jetzt ist Osterfeuer. Was macht ihr 2019? Habt ihr irgendwo was in der Schublade? Da haben wir was in der Schublade. Wir wollen ja 900 Jahre Osterwendinger Polder feiern. Ja. Und das machen wir natürlich auf dem Weg dahin. Ich habe damals so schön gesagt, auf dem Weg zur 900 Jahre Osterwendinger Stadt Apolda. Und da bietet sich natürlich das Osterfeuer gut an. Deswegen wird es dieses Jahr auch ein neues Format geben in der Stadt, der erste Apoldaer Musiksommer. Das wollen wir kreieren, das wollen wir eigentlich so als Highlight im jährlichen Terminkalender in die Stadt mit hineinbringen, wie Zwiebelmarkt zum Beispiel oder Lichternacht. Modenacht, was so die Highlights sind, Oldtimer Schlosstreffen und solche Sachen. Und das soll alles in dieses Konzept mit hineingepackt werden. Wollt ihr die Hochburg des Feierns hier in Thüringen werden oder was habt ihr jetzt Blut geleckt voriges Jahr? Da sind wir gut, da sind wir drauf und dran, denn wir wollen ja auch, wir liegen im Mittelpunkt von Thüringen, im grünen Herzen, genau in der Mitte. Wir haben eine gute Anbindung, kommt über die B7, über die B87 oder über die A4. Alles ist bei uns möglich, alles liegt auf kurzem Wege. Du nimmst es nicht krumm, aber ein bisschen bescheuert seid ihr, oder? Also nur feiern geht doch gar nicht. Das muss man, man muss ein kleines bisschen bescheuert sein, um solche Sachen zu machen, aber ich denke, damit halten wir Apolda auch im Gespräch. Genau, die mediale Präsenz ist natürlich enorm bei so einer Veranstaltung und ich denke, wer noch in Apolda hinterher sagt, in Apolda ist nichts los, da muss ein falscher Film sein. Ja, oder auch der hat irgendwas anderes gesehen. Genau. Jetzt will ich wissen, wie viele Klicks haben wir von dir gekriegt? Das kann ich nicht genau sagen, weil mit dem Zählen, ich habe einen Mac, da ist es aber ein bisschen anders, da geht es nicht so mit der F5, aber es sind noch schon einige hundert gewesen. Also 1000 hast du von mir. Okay. Und ein paar tausend noch von den Gärten. Du willst nicht Ehrenbürger der Stadt Apolda werden? Nee, ich komme aber gerne wieder zu euch. Also mir hat irgendwie was dieses Jahr schon gefehlt. Okay, das freut mich, dass du kommst und ich freue mich auf Samstag. Ja. Wenn ich dich sehe, du kannst mir mal zuwinken. Irgendwo werde ich sein. Genau so, Stelle. Genau so ist das. Also, ab geht's. Hallöchen, darf ich euch mal fragen, was macht ihr am Samstag 20.15 Uhr? Ja, arbeiten. Arbeiten? Und du? Und nicht zum Osterfeuer doch, gehen? Doch. Also ich bin der Streetworker von Apolda. Oh, dann wünschen wir dir viel Spaß. Dankeschön. Ja? Wir arbeiten nicht mehr 20.15 Uhr. Wir sind sicher hier. Wir haben gerade überlegt, hier auf dem Schlossparkplatz oben, wir wissen gar nicht, wo richtig was stattfindet. Habt ihr wenigstens mitgewotet? Na klar, haben wir gewotet. Wir haben geschrien auf Arbeit, wie es geklappt hat. Alles klar, viel Spaß noch. Ja, danke euch auch. Tschüss. Aha. Eine Frage, was macht ihr am Samstag 20.15 Uhr? Babysitten. Babysitten. Und dann, welches Programm habt ihr an? Natürlich Jump. MDR, ne? Genau. Findet doch niemand für den Kleinen, der da aufpasst? Habt ihr wenigstens gewotet? Ja, hab ich. Alles. Auch wenn ich nicht aus Apolda komme. Aha, dann trotzdem viel Spaß an einem Samstag. Tschüss. Oh, was machen wir am Samstag, 20.15 Uhr? Zu Jump gehen, zum Osterfeuer. Zum Osterfeuer. Was sagt ihr dazu, dass ihr es bekommen habt? Sehr, sehr schön. Selber gewotet? Ja, mein Kind auch. Mein Kind hat zuerst angefangen, dann hat er es mir geschickt und ich habe dann auch mitgemacht. Viel Spaß. Dankeschön. Ach, hallo, darf ich mal fragen, was machen Sie am Samstag 20.15 Uhr? Nein, das ist doch aber selbstverständlich. Also was machen Sie? Na, wir gehen her zu MDR Jump, zum Osterfeuer. Und, gewotet? Oh, ich habe mir den Fingerwund gewotet. Wahrscheinlich haben das alle außer Polder gemacht, sonst hätte er doch nicht gewonnen. Ja, naja, doch, ich kenne ein paar, die haben für andere, die gedacht haben, sie müssen arbeiten, dann, wenn der MDR kommt. Aber Apolda hat ja gewonnen. Wir sind auch super glücklich darüber. Dann wünsche ich euch viel Spaß am Samstag. Den werden wir haben. Dankeschön. Ja, Leute, ich bin jetzt hier am besten Haus am Platz und will mal versuchen, ob ich eigentlich noch ein Zimmer kriege Ostern. Hier soll irgendwie die Verkaufschefin irgendwann mal aufschlagen. Da ist sie doch schon. Hallo, ich grüße dich. Ja, Servus. Bitte. Ich möchte ein Zimmer haben am Wochenende. Das sieht wohl ganz schlecht aus, lieber Heinz. Ja, sag mal, ihr habt sicherlich auch so schon zugehabt jetzt eure Haus, aber jetzt noch ist Osterfeuer dazu. Habt ihr Anfragen gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also die letzten paar Zimmer sind noch an den MDR rausgegangen. Alles konnten wir leider nicht bewerkstelligen, aber wir freuen uns riesig auf das Osterfeuer und sind ganz gespannt, wie es laufen wird. Wie oft gewotet? Ich selber mindestens 30 Mal am Tag und das bis Sonntagnacht. Bis Sonntagnacht? Ich hatte auch solche Augen. Bis Sonntagnacht, du, das sage ich dir. Was habt ihr jetzt mit den Gästen gemacht, die jetzt bei euch anrufen wollen, was haben? Wo schickt ihr sie denn hin? Ja, wir haben ja noch ein paar ringsrum
Gasthäuser bzw. auch Ferienhäuser oder Ferienwohnungen, die wir miteinander kommunizieren. Das heißt, Weimarer Berg ist noch, wir haben Deinert unterhalb gelegen, die Taverne haben wir. Also wir vermitteln an unsere Kollegen alles weiter, was wir vermitteln können. Geile Geschichte, oder? Ja, super. Osterfeuer, ja! Ja, dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg jetzt am Wochenende. Danke. Und sonst auch immer ein volles Haus. Na klar, Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. Ja, Leute, jetzt habe ich mich noch mal hier hoch zum Schloss gemacht. Wollt ihr mir doch mal den Platz angucken, wo das Osterfeuer stattfindet. Es ist alles schön abgesperrt, damit ihr auch keiner was kaputt macht. Also hier wird am Samstag 22 Uhr dann das Osterfeuer eröffnet oder beziehungsweise angezündet. Und wir feiern alles Osterfest. Wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag 20.15 Uhr hier in Apolda. Und wer nicht kann, der schaut einfach MDR 20.15 Uhr. Ich wünsche euch zumindest viel Spaß.